Warum unterstützen Sie den Abend heute hier? Wir sind heute hier für GHD und haben ein bisschen Geld gesammelt, gemeinsam mit GHD. Und ich freue mich sehr, heute als Markenbotschafterin hier einen Scheck übergeben zu dürfen. Ich glaube, das ist hier sehr, sehr gut aufgehoben und Frau Rutenery freut sich bestimmt sehr. Es geht ja darum, Frauen zu unterstützen, auch wieder hübsch auszusehen. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, dass es für ganz viele Frauen einfach wichtig ist, um Selbstbewusstsein aufzubauen. All diese weiblichen Sachen, die wir haben, was Haare, Augenbrauen, Wimpern sind, mit denen wir ja spielen, und Leute oder Frauen, die eine Chemotherapie gemacht haben, die eben eventuell keine Haare mehr haben, keine Augenbrauen. Ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, wirklich solche Seminare zu machen. Und ich glaube, dass es wirklich das Selbstbewusstsein der Frauen stärken kann und einfach positiv ist für sie, auch für den Heilungsprozess. Wie wichtig ist das Aussehen für Sie persönlich? Ich glaube, ich in meinem Job werde ich natürlich mit meinem Aussehen nur konfrontiert, aber dann bin ich auch mal ganz froh, mir darüber keine Gedanken zu machen, wenn ich zu Hause bin und auf der Couch liege. Aber ich glaube, dass es eben wie für die Frauen heute Abend ein ganz besonderer Abend ist und die viel Kraft mitnehmen. Und ich finde, alle, die wir bis jetzt auf der Bühne gesehen haben, haben so viel Mut und so viel Kraft. Und das bewundere ich unheimlich.